Hallo zusammen. Heute wollen wir ein bisschen über Götter und Religion reden. Und ich weiß, dass Religion für viele ein sehr tief empfundenes Thema ist und sehr persönlich. Und ich wollte nur vorweg sagen, ich möchte mit den Sachen, die ich hier sage, niemanden angreifen und niemanden das Glaube oder ähnliches Zeug in Frage stellen. Ich sage all diese Sachen im Kontext des Worldbuildings. Was ihr persönlich glaubt in eurem persönlichen Leben, ist mir relativ egal. Heute soll es einfach darum gehen, wie man Worldbuilding-technisch am besten vorgeht, wenn es um Religion geht. Und am Rande, jedes Mal, wenn ich von Atheismus rede, werde ich dieses Bild von Amazing Atheist nehmen, weil ich zu faul bin, irgendein anderes Bild von irgendwem rauszusuchen. Okay? Cool, fangen wir an. Das Erste, was wir beim Religion-Basteln beachten müssten, ist, wie eure Welt entstanden ist. Und dabei sollten wir Fakt und Fiktion strikt voneinander trennen. Damit meine ich, dass die Leute in eurer Welt zwar gewisse Glaubensansätze und Theorien haben werden, aber ihr als Schöpfer der Welt habt die tatsächlichen Fakten, wie die Welt entstanden ist. Und darauf müsst ihr euch in diesem Fall relativ stark beziehen. Was ich meine ist, dass wenn in der Welt ein Event passiert, habt ihr als Weltenerschaffer zwar die tatsächlichen Geschehnisse aufgeschrieben, aber die Leute in der Welt werden einen Haufen verschiedener Interpretationen haben, was genau passiert ist. Eben weil sie keine objektiven Beobachter sind. Sollte verständlich sein, oder? Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Denn bevor wir kreativ werden können, müssen wir noch einiges aufschreiben. Um genau zu sein, müsst ihr festlegen, wie die Welt entstanden ist, wie die Spezies sich entwickelt haben, wie die Kulturen funktionieren, wie Magie funktioniert und so weiter und so fort. Kurz gesagt, müsst ihr die Kosmologie für euer Setting schon ausgearbeitet haben, bevor ihr effektiv mit dem Götterbasteln anfangen könnt. Und dazu zählt auch, dass ihr euch überlegen müsst, wie die Götter genau entstehen. Und hier möchte ich euch ein paar Ideen vorstellen, die in Fantasy, was das angeht, relativ häufig genutzt werden. Die erste Version ist dabei das, was uns alle Religionen der Welt erzählen wollen. Die Götter existieren, haben die Sterblichen erschaffen, haben ihre eigenen Domänen und können Wunder und Segnungen wirken, die sie auf ihre Gläubigen und Champions verteilen können. Die Herkunft der Götter ist dabei relativ egal, so wie in echten Religionen. Sie haben entweder schon immer existiert, existieren, weil die Natur existiert, sind aus irgendwelchen ursprünglichen Materien geboren worden oder was zur Hölle auch immer. Wichtig ist, die Götter existieren, weil sie existieren. Dabei ist zwar festzuhalten, dass die Götter die Sterblichen erschaffen und auf sie Einfluss haben und die Natur beeinflussen, aber dass ihre Gläubigen und die Welt selber nicht wirklich einen großen Einfluss auf die Götter haben. Egal, ob sie angebetet werden oder nicht, die Götter existieren. Einige Autoren wie Terry Pratchett und einige Settings wie Dungeons & Dragons variieren hier ein bisschen. In diesen Settings ist die Anbetung der Götter deutlich wichtiger, weil Götter mehr oder weniger sterben, wenn sie nicht angebetet werden. Das heißt, unsere erste Variante wäre im Grunde, die Götter existieren, sind ewig und sind unantastbar. Und in der zweiten Variante sind die Götter vom Glauben der Sterblichen abhängig, um ihre Wunder zu wirken. Die dritte Variante sehen wir zum Beispiel im Warhammer-Universum, wo die Götter eben nicht ewig sind, sondern nur existieren, weil sie angebetet werden. Das heißt, in diesem Fall haben die Götter nicht die Menschen erschaffen, sondern die Menschen die Götter. Alle weiteren Varianten sind mehr oder weniger lost in translation. Das heißt, ein Gott existiert, wird aber von den Gläubigen irgendwie anders interpretiert. Das heißt, es gibt Priester, Glaubensansätze und heilige Schriften, mit denen der Gott absolut nichts zu tun hat. Und dabei müssen wir nicht unbedingt einen Gott haben. Es kann auch ein Elementarwesen sein oder einfach nur irgendeine Form von Energie oder auch einfach stumpf gar nichts. Wie gut das funktioniert, hängt ein bisschen davon ab, wie eure Magie in der Welt funktioniert. Ein gutes Beispiel dafür wäre der Gott-Imperator in 40k, der sein Leben lang ein Hardcore-Atheist war, aber sobald er sich nicht mehr wehren konnte, zum Weltraum-Jesus erklärt wurde. Ein Beispiel in der echten Welt wäre, dass alle Christen denselben Gott anbeten, aber es über 100 verschiedene Stromrichtungen von Christentum gibt. Und ähnlich wie mit den Göttern verhält es sich mit heiliger Magie und dem Leben nach dem Tod. Es gibt irgendwo eine objektive Wahrheit, aber ob die Religionen die richtig darstellen oder ob sie irgendwas falsch interpretieren oder was genau hier genau los ist, müsst ihr für euch selber entscheiden. Und der Grund, warum ich das jetzt ein bisschen abkürze, ist, dass wir schon relativ lange über das Thema reden und bisher nur über die Götter geredet haben, nicht über die Religion selber.
Und wie ihr euch vielleicht mittlerweile vorstellen könnt, sind Götter und Religion nicht immer unbedingt dasselbe. Und bevor wir über die Religion reden, müssen wir nochmal über die Götter reden. Mann, bin ich konsistent heute. Denn es gibt bei der Art, wie die Götter in den Religionen gesehen werden, eine gewisse Entwicklung. Dabei sind frühere Arten nicht unbedingt primitiver, aber es ist eine klare Evolution zu erkennen. Wenn wir hier vorne anfangen, haben wir den Animismus. Animismus ist, wenn man es von einer neutralen Position aus betrachtet, im Grunde einfach unser Gehirn, das überreagiert. Denn ein Rascheln im Busch könnte zwar Wind sein, aber es könnte auch ein Panther sein. Und unser Gehirn bevorzugt die letzte Reaktion, weil das vom Überlebenstrieb her funktionaler ist. Wenn wir denken, dass jedes Rascheln im Busch ein Panther ist, dann überleben wir auf jeden Fall. Und wenn wir denken, dass jeder Panther einfach der Wind ist, werden wir relativ schnell gefressen. Bei den Göttern verhält es sich ähnlich. Bäume, die sich bewegen, könnten einfach nur der Wind sein oder es könnte ein Geist sein, der diesen Baum bewohnt. Und daher kann man Animismus zusammenfassen als: die Natur hat eine Seele. Insekten, Seele. Wachstum der Natur, Seele. Stürme, Seele. Wälder, Seele. Schnee, Seele. Ein wütender Berg, definitiv die Seele der Welt, die gerade auf irgendwas sauer ist. Das heißt, Animismus ist zum einen relativ unorganisiert, einfach weil alles irgendwie belebt ist, und ist aus offensichtlichen Gründen sehr naturbasiert. Polytheismus entfernt diese beiden Eigenschaften. Zum einen werden die Religionen dadurch organisierter, dass verschiedene Konzepte und Götter zusammengefasst werden zu einem übergreifenden, komplexeren Gott. Das heißt, beispielsweise haben wir nicht mehr hunderte verschiedene kleiner Wassergeister und Wettergeister, sondern wir haben eine Handvoll Geister der See und des Wetters. Und die Entfernung von der Natur kommt daher, dass Götter nicht mehr direkt aus der Natur entnommen werden, sondern Götter können auch zum Beispiel abstrakte Konzepte verkörpern wie Schicksal und Tod oder verkörpern gesellschaftliche Errungenschaften wie zum Beispiel Handwerk oder Städte. Die Monolatrie ist die logische Weiterentwicklung davon. Um genau zu sein, ist die Monolatrie der Endpunkt einer stetigen Weiterentwicklung. Denn ein Pantheon ist nicht einfach nur statisch, das Teil einer lebenden Kultur ist. Das heißt, einige Götter werden durch andere ersetzt, Gottheiten werden zusammengeführt, neue Gottheiten werden dem Pantheon hinzugefügt, alte Gottheiten verlieren an Wichtigkeit und andere gewinnen an Wichtigkeit. Und dieser letzte Punkt ist hier entscheidend, denn wenn eine einzelne Gottheit immer wichtiger und wichtiger wird, dann verlieren die anderen Gottheiten an Wichtigkeit. Einige der Aufgabenbereiche und Eigenschaften dieser Gottheiten werden dann in den neuen großen Gott zusammengefasst und die anderen Gottheiten verschwinden nach und nach aus dem Pantheon. Und dann reden wir von Monotheismus, in dem nur eine einzelne Gottheit angebetet wird. Und in einigen Fällen gibt es den Boomerang und wir bauen ein Pantheon von etwa 10.000 Heiligen um diese Gottheit um zu auf. Davon abgesehen haben wir noch Atheismus. Und ich meine nicht den Edgelord, dein Gott ist tot, Atheismus, sondern ich meine Religionen, die nicht wirklich einen Gott brauchen. Das bekannteste Beispiel hier ist Buddhismus, wo das Hauptziel Erleuchtung und Selbstbesserung ist und Götter nicht wirklich dafür benötigt werden. Aber wie wir schon besprochen haben, sind Götter nicht dasselbe wie die Religion. Und jetzt sollte ich, nach deutlich zu viel Zeit, endlich mal zu dem Punkt kommen. Und der Punkt heißt Philosophie. Oder Dogma, wenn ihr besonders edgy sein wollt heute. Hintergrund ist, dass die Gläubigen zwar ein Pantheon anbeten, aber diese Gottheiten sind gleichzeitig Verkörperungen von Naturphänomenen, aber halt auch kulturellen Phänomenen wie Wissen, Sprache, Schrift und so weiter und so fort. Das heißt, die Götter werden im Grunde stellvertretend für diese Dinge angebetet. Das heißt, ein Pantheon hat zum einen ein übergreifendes Thema oder eine übergreifende Ästhetik oder etwas in der Art. Und zum anderen hat jeder einzelne Gott nochmal eine spezielle Aufgabe und einen speziellen Grund, weswegen er angebetet wird. Und das ist natürlich wieder von der Umgebung abhängig, von der Kultur, von der Kosmologie und davon, wie Magie funktioniert und einfach einem ganzen Haufen anderer Parameter. Um hier ein Beispiel zu geben, in Ägypten war das normale Leben und die Landwirtschaft sehr stark vom Nil und dessen Flutungen abhängig, die sehr regelmäßig sind, wohlgemerkt.
Dass die Ägypter auf diese Regelmäßigkeit angewiesen sind, sieht man dahin, dass so gut wie alle Mythen, die irgendwas mit Unterwelt zu tun haben, eine Art Kreisförmigkeit haben. Genauso wie die regelmäßigen Flutungen des Nils ist das Leben nach dem Tod einem gewissen Zyklus unterworfen. Und man erkennt es auch darin, dass der große Antagonist der ägyptischen Mythologie, Set, sowohl der Gott des Chaos als auch der Gott der Wüste ist. Das heißt, die Wüste, das Ding, wo diese regelmäßigen Flutungen des Nils nicht vorhanden sind, ist gleichbedeutend mit dem Chaos. Und darum werden sie im selben Gott dargestellt. Und bevor ich hier noch länger irgendwelchen Blödsinn rede, machen wir einfach ein paar Beispiele, okay? Okay. Nehmen wir einfach mal eine Sonnenreligion oder besser eine Sonne- und Mondreligion, weil die relativ universell sind, weil überall Tag und Nacht passieren. Wir haben hier eine klare Unterteilung zwischen Tag und Nacht und gegebenenfalls noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wenn man die Übergänge dazwischen abdecken möchte. Und von hier schreibt sich das Ganze eigentlich selber. Tag und Nacht symbolisieren die Sonne und den Mond und Sonnenaufgang und Untergang symbolisieren die Übergänge dazwischen. Sonne und Mond haben eine sexuelle Beziehung und Aufgang und Untergang sind die Kinder davon. Der Tag symbolisiert das Leben und der Tod die Nacht, somit sind Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Zwischenstadien davon, also Sterben und Wiederauferstehung. Tag und Nacht haben eine aktive Gegnerbeziehung und darum kämpfen sie gegeneinander. Und ihr seht, das Ganze schreibt sich, wie gesagt, von selbst. Es gibt unheimlich viele Ansätze, mit denen man hier arbeiten kann, die alle davon abhängen, wie die Kultur Tag und Nacht und Sonne und Mond wirklich wahrnimmt. Die Nacht ist dunkel und voller Schatten, also macht es Sinn, dass die Nacht verkörpert wird als irgendein untotes Monstrum und dass die heilige Retterfigur eine Personifizierung des Sonnenaufgangs ist, der die Nacht vertreibt. Und deswegen entzünden die Gläubigen Nachtfeuer, um die Dunkelheit fernzuhalten. Wir leben in einer Jäger- und Sammlerkultur, also ist die Sonne eine mächtige Bestie und der Mond ist ein Jäger, der hinter der Bestie hinterherjagt. Und die Welt wird enden, wenn entweder der Mond die Sonne tötet oder die Sonne den Mond tötet. Sonne und Mond werden von der Kultur beide als positiv wahrgenommen, also sind sie ein Liebespaar. Und der Zyklus von Sonne und Mond ist das Vorbild dafür, wie Romantik zu handhaben ist und sorgt für eine klare Geschlechtertrennung in der Kultur. Ihr seht, es ist recht weitläufig und tiefgehend und wir haben gerade mal die Oberfläche angekratzt. Das heißt, bei Interesse mache ich noch einen Teil 2, in dem ich dann eventuelle Fragen, die aufkommen, beantworte oder in dem ich Religion mal live bastel, um zu sehen, was los ist und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche für den Teil 2 habt, auch in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer das hier schaut. Und wir sehen uns im nächsten Video.